Willkommen zu einer neuen Runde in Eden Eternal. Ich bin noch immer hier in dem Regenbogen-Katarakt, dieser Wald nach der Zone mit Fort Heftig. Hier bin ich jetzt gerade dabei, die ersten Quests zu lösen, denn damals, als ich in der Zone war, war mein Level noch zu niedrig und da konnte ich noch keine von den Quests annehmen. Ich bin jetzt schon wieder, beziehungsweise noch immer, ein Magier. Mein Charakterlevel ist Level 15, Magierlevel auch schon Level 15. Das heißt, ich würde eigentlich gleich im Magierlevel aufsteigen. Mir fehlt aber vorher noch das Charakterlevel, denn das darf nie, beziehungsweise kann, ist gar nicht möglich, kann nie höher sein als das Klassenlevel. Aber mit dem Magier geht das hier so schnell und so schön voran, deswegen möchte ich jetzt nicht auf irgendeine andere Klasse wechseln und bleibe einfach jetzt bei dem Magier. So, was sagt mein Questhelper? Ein paar von diesen Mobs brauche ich noch und dann muss ich hier noch irgendwo hin und eine Pflanzenwiederbelebungstrank einsetzen. Okay, anscheinend habe ich jetzt hier diesen Baum wiederbelebt. Oder so, denke ich jetzt mal. Mein Hündchen ist auch noch fleißig hier bei mir. Der sammelt immer den Loot ein. Ist ein ganz braves Kerlchen. Und die Mobs respawnen noch immer so schnell. Ich dachte eigentlich, das ist nur am Anfang. In der Beta-Phase eben, wenn so viele Leute hier spielen, dass einfach die Respawn-Rate höher gesetzt wurde. Aber das ist anscheinend im ganzen Spiel so und das finde ich richtig super, weil es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als in einem Spiel stundenlang, minutenlang auf verschiedene Mobs zu warten, bis die endlich respawnen. Ich meine, gibt es ja keinen Grund dafür, dass die nicht hier schneller wiederkommen können. Sprich mit Dorfkrieger Dell. Und ich habe hier jetzt etwas Besonderes gefunden. Ja, mein Inventar muss ich mal leeren. Ich habe hier lauter zufällige Kleidungsfarbe. Da werde ich mich mal jetzt hier bunt anmalen. Eine Schatzkarte. Zweiter Teil. Da habe ich dann auch noch die Schatzkarte. Erster Teil irgendwo. Dritter Teil, ja, jetzt habe ich den ersten Teil und den dritten Teil. Fehlt mir rein theoretisch nur noch ein Teil und dann habe ich die Schatzkarte vollständig. Finde die anderen beiden Teile und füge sie mit der Verschmelzungsfunktion auf der Miniland-Karte zusammen. Sobald das mal erledigt ist, werde ich das dann direkt machen. Denn ich habe gehört, da bekommt man dann coole Dinge. Ich habe selbst noch nicht gemacht, weil ich jetzt eben erst den zweiten Teil gefunden habe. Aber werd mal schauen. So, wähle eine Questbelohnung. Jawohl, diese hier. Jetzt fehlt mir nicht mehr viel zum Level-Up und ich hoffe, der hat gleich noch eine Quest für mich. Eine neue Robe. Die Quest lohnt sich. Besiege Luzavio. Das klingt nach einem bösen Jungen. Wo könnte der nur sein? Okay, gleich in der Nähe. Spannend, mal schauen, ob ich den schaffe. Ich hoffe, das ist kein Gruppenboss oder Gruppennamed. Nein, den Ruhm wollte ich mir nicht anschauen. Meine Erfolge haben wir. Ich wollte mal in die Rangliste schauen, wie es so aussieht, ein paar Wochen nach Start des Spiels. So, aber hier sind jetzt schon Mobs, deswegen mache ich das mal gleich wieder zu und konzentriere mich hier vielleicht ein bisschen auf die Gegner. Erstmal zurücklaufen. Oh, ein lustiger Frosch. Ist dieser named? Okay, das war jetzt nicht so schlau. Also nicht verschiedenste Fenster aufmachen, während ihr hier im Spiel seid. Das haben wir auf jeden Fall daraus gelernt. So, Luzavio, Take 2. Zweiter Versuch. Ich kann jetzt hier aber schon die stärkeren Lebenstränke reinziehen. Den schwachen behalte ich mir aber hier noch oben. So. Jetzt aber nochmal. Ich hoffe, der Luzavio ist jetzt noch da oder ich muss mir dieses Quest-Item zum Beschwören erneut holen. Was ich mir eher vorstellen könnte, aber ich hoffe es mal auf jeden Fall nicht. Schauen wir mal. Aber sehen tue ich ihn auf jeden Fall nicht mehr. Strohmann hier auch noch ein kleiner named. Level 15. Mit 2 Sternen. Das heißt, ich kämpfe mich mal zu dem vor, spaßeshalber. Oder nein, ich hole mir einfach das Quest-Item erneut.
Ach ja, schade. Da beschwöre ich den Named, ohne ihn eigentlich zu schaffen. Das heißt, ich muss diese Quest, nehme ich mal an, wieder löschen. Wenn das dann irgendwie geht. Oder vielleicht gibt mir der Typ hier nochmal das Quest-Item. Wow, wie weit verfolgt mich der denn? Lieber Waldriese, vertschüss dich wieder zurück in deinen Regenbogenkatarakt. So, kann man denn eine Quest löschen? Sieht gar nicht so aus. Vielleicht bei Abbrechen? Ja, okay. Abbrechen heißt Quest abbrechen. Jetzt nehme ich sie nochmal an. Jetzt habe ich wieder hier so ein Fläschchen. Und werde dann jetzt direkt nochmal hingehen. Und hoffen, dass dieser Lutzavio nochmal auftaucht. Diesmal aber etwas vorsichtiger. Ach, ich brauche eine Leiter. Ich will hier rauf. Ich will ja nicht den ganzen Umweg gehen, wo da die ganzen Waldriesen stehen. Ah, mein Buff. Auch immer anmachen, der gibt mir 50 Intelligenz und Zaubergeschwindigkeit plus 50. Lohnt sich auf jeden Fall der Buff. So, wo muss ich da jetzt genau hin? Ich räume aber jetzt hier nochmal alles weg, dass nicht schon wieder sowas passiert. So. Der hier auch noch. Dann vielleicht noch mit meinem Area of Effect Spell. Und passend dazu steige ich auch noch direkt vorher im Level. Und dadurch steige ich auch direkt zwei Level aus. Beziehungsweise auf. Einmal nämlich Charakterlevel und dadurch steigt auch direkt mein Magier im Level. Jetzt kann ich hier nochmal schön upgraden, jeden Spell und die Klassenfähigkeiten auch. Oh yes. So, und wo genau muss der jetzt spawnen? Hier haben wir ihn schon, Lutzavio. Du bist keine Herausforderung für mich. Aber vielleicht hier deine Kumpels, die Waldriesen. Quest-Item bekommen. War ja gar nicht mal so schwer. Und mich reizt jetzt noch hier dieser kleine Named. Den ziehe ich mir auf jeden Fall nochmal an Land, wenn ich jetzt schon hier bin. Ich versuche immer so gut wie jeden Named, auch wenn das wahrscheinlich ein Gruppen-Named ist, den ich vermutlich alleine gar nicht schaffen kann. Stufe 15. Okay. Also der Respawn, der schnelle Respawn hat auch seine Nachteile, wie man gerade jetzt gemerkt hat. Da gehe ich mal vielleicht etwas hier hin. Gönn mir noch kurz eine Heilung. Wenn man sich hinsetzt, regeneriert man immer 5% pro Tick Lebenspunkte und Mana und das ist schon recht viel. Oh! Jetzt kommt von da hinten auch noch so ein komischer. So, jetzt aber wirklich, jetzt noch schnell Intelligenztrank an. Und auf geht's. Winterkälte, Feuerbombe. Ja, viele Lebenspunkte hat der Gute auf jeden Fall. So viel ist schon mal sicher. Jetzt zählt's noch, ob ich vielleicht noch ein paar Schläge mehr aushalte. Bin zwar immerhin Magier, aber bis jetzt ist er noch gut gütig mit mir. Und da habe ich ihn geschafft. Grüne Heiligkeitshingabe. Stiefel. Wo haben sich die jetzt hingezaubert? In mein Inventar. Hier. Gut, da habe ich blaue. Die sind nicht so gut. Aber auf jeden Fall nett zu wissen. Hier in etwa befindet sich ein kleiner Named Boss, den man durchaus mit Level 15, Level 16 solo schaffen kann. Ja, dann gebe ich jetzt mal die Quest ab. Hol mir meine neue Robe, die dann hoffentlich besser ist. Eine Machtschriftrolle habe ich auch schon wieder bekommen. Die sind immer für die Verzauberungen. Da kann ich meine Items upgraden, wie ich es zum Beispiel mit meiner Waffe getan habe. Die ist jetzt Kristallstab plus 1, das heißt, die ist schon besser. Und ich bekomme hier jetzt anscheinend einige neue Quests, weil ich Stufe 16 geworden bin. Das heißt, die Quests hier sind erst ab Stufe 16 die meisten. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Frosch. Jetzt muss ich schauen, welche Robe ich hier benötige. Lebenspunkte, Mana-Punkte, Zaubergeschwindigkeit oder kritische Trefferwertung. Nein, da nehme ich die hier. Und einen Erfolg verzeichnet, weil ich diese Questreihe beendet habe. Habe eine Legende erworben und einen Erfolg. So, dann rüste ich mich doch gleich mal aus. Da ist die Robe. Ja, die ist auf jeden Fall besser als meine alte Robe. Und jetzt verwende ich hier mal ein paar solche
Items zum Verzaubern. Also zum Einfärben. Ja, wow. Also mit der Farbe fällt man auf jeden Fall auf. Aha, da habe ich hier sogar noch verschiedene Optionen. Gute Frage. Ich denke, ich nehme mir mal einfach das hier. So. Ganz gelb. Jawohl, das sieht gut aus. Und gleich nochmal. Ah, das sind jetzt andere Farben. Das heißt, wir können die... Okay, da passe ich so richtig gut zum Regenbogenwald mit den Farben. Oh yeah, und zum Stab passt die Farbe auch noch. Na, also richtig cool, dass man hier so sein komplettes Equipment einfärben kann. Dass man auf jeden Fall anders aussieht als andere Spieler. Und hier gibt's die blauen Quests, also mit dem blauen Rufzeichen sind immer tägliche Wiederholungsquests, die kann man immer wieder machen. Das heißt, hier schauen wir mal, was mir der Jäger so gibt. Lumililie und einen Wassereimer muss ich holen. Das heißt, eine tolle Quest für Erfahrungspunkte. Da hinten noch eine wiederholbare Quest. Hier das ganze Dorf voller Frösche und Waldwesen. Sprich mit Otto, sprich mit Sif. Eine ganz normale Laufburschen-Quest. Dann sammle Waldenergie von Waldältester. Gibt auch 5000 Erfahrungspunkte. So, und schon noch kurz auf der Karte schauen. Das war's mit den Quests. Wenn hier keine Rufzeichen mehr sind, kann man sich sicher sein, dass man alle Quests angenommen hat. Okay, na dann schaue ich mal, wo ich die Quests jetzt hier gleich alle erledigen werde. Mit meiner neuen pinken, stylischen Robe. Yeah!